So, wir hätten die Level-Auswahl. Level! Können wir nichts drücken. Spec! Special, also Spezifikation. Da sehen wir die Namen und Eigenschaften der Bosse. Mega Man X, da kann ich auch nichts machen. Und Karte, wir haben eine Karte. Ist auch geil, oder? Jeder Level hat einen Punkt auf der Karte, wo er stattfindet. Tja, wir haben 8 Level zu tun. Als ersten Level macht man eigentlich traditionell diesen hier. Das ist der Eislevel und der Boss ist ein Pinguin. Und zwar macht man den Level als erstes, weil es dort ein ganz bestimmtes Upgrade gibt, das das Spiel sehr viel angenehmer macht. Schauen wir uns erstmal hier alles an. Das ist der Chill Penguin. Höhe so und so viel, bla bla bla. Angriff, Shotgun-Eis und Sliding, also Schrotflinten-Eis und Rutschen. Launch Octopus. Zielsuchende Torpedos und Energy Drain, also Energieabsaugung. Der Armored Armadillo. Rolling Shield, rollendes Schild und Abwehren. Storm Eagle, Sturmadler. Sturmtornado und Abtauchen. Spark Mandrill, elektrischer Funke und Dash Punch, also der Rennschlag oder so. Sting Chameleon, Chameleonstich und Eisenzunge. Der Boomerkranger, er kann Boomerang Schneider und Deadlift. Tja, wie will man das übersetzen? Ups, wie will man das übersetzen? Flammenmammut, Feuerwelle und die ölende. Ja, sind das jetzt drei oder ist das Oiling und Jumppress oder ist das die Oiling Jumppress? Also die ölende Sprungpresse. Keine Ahnung, wir gehen jetzt Pinguin. Geile Boss-Intros, oder? Willkommen im Level des Chill Penguin. Hier ist Ace. Und hier gibt's Eisbunnies. Und hier gibt's Holzfäller. Sehr seltsam. Tja, also den Level macht man im Normalfall zuerst. Und zwar, da man erstens halt so ein schönes Bewegungsupgrade kriegt. Das kriegen wir schon in Kürze. Etwas Tolles, das Mega Man nie hatte. Mega Man X kann das. Und zwar schon direkt auf dem ersten Level. Und außerdem ist der Chill Penguin auch jetzt nur mit dem X-Buster ziemlich einfach zu besiegen. Man braucht eigentlich nicht wirklich die Spezialwaffen für ihn. Die tollen Fledermäuse, wie haben wir sie vermisst. Hier sehen sie ein kleines bisschen nach Totenschädel aus, oder? Ich find's schon. Ich finde, das sieht nach Schädel aus. Tja, und eben aus diesem Grunde ist das sehr günstig, dass man hier anfängt. Wir können uns jetzt natürlich überlegen hinterher, okay, wir kriegen dann die Eiswaffe. Wohin gehen wir dann damit? Wer ist wohl verwundbar gegen die Eiswaffe? Ist es der Feuerlevel? Ich weiß es ja nicht so genau. So, hier seht ihr übrigens jetzt mal ein schönes Beispiel dafür, was ich meine. Wände sind kein Problem für uns. Wir können einfach hochklettern, hochspringen, uns dran festhalten. Also wir können nicht dran stehen bleiben. Wir rutschen von alleine. Das geht von alleine. Aber ansonsten, hey, ist doch mal was. Und ja, ich habe so dieses Aufladungs-ADS. Ich kann immer nur rumlaufen, solange ich aufgeladen habe. Und was zum Teufel ist das? Ist eine riesige Kapsel. Und es ist ein Hologramm von Dr. Light. Also bist du wirklich gekommen. Kann ich auch ein bisschen schneller machen. X, ich habe dir die Fähigkeit gegeben, deinen eigenen Pfad im Leben zu wählen. Und ich hoffte, die Welt würde es dir erlauben, dir einen friedlichen auszusuchen. Aber jetzt scheint es so, dass du zum Kämpfen bestimmt bist. Da ich dachte, dass die Welt vielleicht einen neuen Helden brauchen könnte, habe ich Kapseln wie diese hier versteckt. Wenn du sie findest und benutzt, wirst du dazu in der Lage sein, deine Kräfte jenseits allem, was die Welt jemals gekannt hat, zu erhöhen. Tritt in diese Kapsel und erhalte ein Beschleunigungssystem, um deine Geschwindigkeit zu erhöhen. Viel Glück, X. Das wollen wir natürlich haben. Also wir stellen uns einfach rein und jetzt passiert alles von allein. Guckt auf die Füße. Wir haben tolle neue Schuhe und jetzt ist noch von allein. Ich mache noch nichts. Jetzt darf ich wieder. Wir können jetzt Speed Dash. Das heißt schön rennen und auch weiter springen, dadurch, dass wir den Anlauf haben. Also das ist was total Tolles. Und ich bewege mich nur noch so. Wir können abgehen wie Schmidts Katze. Und fast in tödliche Löcher fallen. Ich hab's auch. Aber es ist nochmal gut gegangen.
Hoppa, das war aber knapp. So macht das doch gleich viel mehr Spaß, oder? Und guck mal, so ein Roboter-Ding, wie der da eben hatte. Jetzt liegt mal eins für uns da. Da können wir jetzt mit rumlaufen, können springen und können zuhauen. Aber nicht mehr schießen. Dafür sind wir unverwundbar. Das Ding ist nicht unverwundbar, aber wir sind, solange wir drin sitzen. Und wir können auch dieses Rennen machen. Tja, wir können natürlich auch das Ding liegen lassen und können hier oben den kleinen Geheimgang lang gehen. Das ist auch eine Möglichkeit. Wir ersparen jetzt uns so eine dumme, blöde Höhle, die dort unten so gewesen wäre. Und hier hätten wir es eh wieder stehen lassen müssen. Also wir haben uns ein kleines bisschen Unannehmlichkeit erspart. Es gibt auch ziemlich viel versteckte Bonussachen, wie jetzt diese Kapseln hier. Also die Kapsel lag jetzt ja mitten auf dem Weg. Die ist unmöglich zu übersehen. Die ist auch dafür gedacht, dass man sie nicht übersehen kann und dass man sie zwangsweise mitnehmen muss im Laufe des Spiels. Allerdings die anderen noch, Waffen-Upgrade, Helm-Upgrade, Rüstungs-Upgrade, die können wir tatsächlich übersehen oder vergessen oder sonst irgendwas. Und es gibt auch noch Upgrades, die unser Leben erhöhen. Dann wächst unser Lebensbalken. Und die Boss-Türen. Wie immer gibt's die Boss-Türen mit dem kleinen Bossgang. Die sehen jetzt übrigens so aus. Die haben jetzt eine Schraube. Und wie immer, Mike Tyson Entrance. Muss ich irgendwie immer machen. Ich bin Boxer. Jetzt kommt der Boss. Der Pinguin. Hallo Pinguin. Na, Pinguin? Wie geht's, Pinguin? Hörst doch auf damit. Was ist das? Nein. Er macht kleine Schneemänner, also Eisfiguren. Aua. Hey. Was war das Eisrutschen? Und hoppa. Da. Aua. Sag mal, verrecke ich jetzt am Pinguin? Im Ernst? Das ist ja mal gar nicht geil. Kann doch nicht am Pinguin verrecken, oder? Das ist doch peinlich. Das macht man doch nicht. So sieht das aus, wenn man ein Level schafft. Das ist doch geil. Und natürlich, es wäre kein Mega Man, wenn wir nicht die Waffe des Gegners kriegen, wenn wir ihn killen. Und eine schöne praktische Demonstration. Wir können jetzt Eis verschießen. Und kriegen ein neues Passwort.